Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac. Uns geht's gut mit Kane und seinem Pferd und seinem roten Sack mal wieder. Und deswegen gehen wir weiter. In Caves 2. Ja, schade. Schade, wenn einem die Hose runtergezogen wird. So. Also der Gegner war ein Witz. Boah, jetzt noch Piercing Shot, das wäre episch. Ich mach den Gegner tot, bevor ich... Hoppala, bin ich gegen das Mikro gestoßen. Ich hoffe, es gab keinen dummen Ton. Ich mach den Gegner tot, bevor sie überhaupt, bevor das TNT fast explodiert. So, und jetzt noch die letzte Made. Boah, das Headset drückt gerade auf meinen Kopf. So, jetzt geht's wieder. Haben wir schon wieder die. Auch hier. Ja, tut mir leid. Warum Risiko? Tot, 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 tot. Ja, da geht alle daneben. So, geht sterben. Ganz einfach. Ich will jetzt zwei Items haben, bitte. So geht mein Schaden aus dem Weg. Alter, hör auf mich zu schießen. Ja, gib mir einfach den Steam-Sale, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Mit 25 Münzen und noch zwei Shops. Die Bombe wollte ich eigentlich schon mitnehmen. Was haben wir hier drin? Kiste nehmen wir mit. Und tschüss. Holen wir uns alles. Ich werde fliegen. Und die noch explodieren, der Vollständigkeit halber. Die noch töten, der Vollständigkeit halber. Komm ich hier eh nicht weg. Muss ich aber. So. So. Okay. So kann man sich die Gegner natürlich furchtbar einfach machen, aber das ist mir scheißegal. Ich mach mir das Spiel so einfach wie ich kann. Ich will 100% schaffen. Wie soll ich 100% schaffen, wenn ich sterbe? Das ist kein Bug-User, das ist einfach schlaues Benutzen der bekommenen Items. Wofür kann ich denn fliegen, wenn ich das dann nicht einsetze? Wofür habe ich denn die durchsichtigen Drähte, wenn ich dann die nicht mit dem Fliegen kombiniere? Also bitte. Ich finde das ganz okay, wenn man das macht. Auch wenn es vielleicht einige lame finden. Ist mir relativ wurscht. Der Fool. So. Um zu zeigen, dass ich ganz dummig bin. Ich schaff's natürlich auch so. So, weg mit dir. Her mit dir. So, und da rein. Leute, das gibt's nicht, oder? Wisst ihr noch, wie ich letzten Part die Bomben angesprochen habe? Das epischste Item ever und so. Ja, das ist das epischste Item ever. So. So, und weg. Ist da der Geheimraum? Ja, da ist der Geheimraum. Weg mit dir, Automat. Ach, ist das schön. Ich liebe dieses Item. Wisst ihr was? Geht sterben. So, ihr auch. Und du, Fliege. Sehr schön. Und weg. Und weg. Und los zum Boss. Chop, 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 chop. Hier für dich. 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 Hier für dich.
Und da kommt dann auch mal der Teufelsraum, sehr schön. Ich hoffe mit einem epischen Item. Damage up. Nehmen wir. Brimstone, nee, danke, ich bin doch nicht doof. Damage up. Jetzt machen unsere Bomben mehr Damage, glaube ich. Wenn nicht, ist auch egal, ist mir scheißegal, weil wenn ich noch einen zweiten Deal mache, habe ich endlich Eve freigeschalten. Und Eve ist geil. Also nicht geil, aber sie freigespielt. Hier machen wir es mal lieber noch klassisch, um den nicht zu töten. Sieht sehr schön aus mit der Augenklappe, mit dem Hut. Unser Isaac. Davon muss er ja fast einen Screenshot machen, so geil wie er gerade aussieht. Und wenn man eine Item bekommt, dann ist alles weg für den Moment. Müssen wir drauf achten. Da. Stärke. Ja, brauche ich unbedingt. Noch eine Karte, The Fool. The Fool. Stärke, okay. Und die richtige behalten. Ja, mehr. Bitte gib mir jetzt mal ein gescheites Item. Hallo? Wie viel will der denn noch fressen? Hall, es gibt's doch nicht. Geht doch. Herz. Sehr schön. Ja, schön. Ich schieß durch alles durch. Aha. Brauche ich aber eigentlich nicht. Sterb doch endlich mal. Geht doch jetzt tot, du Scheißviech. Endlich. Der einzige Stein, der noch lebt, ist der blaue. Und der gibt mir den Damage ab, Stein. Haha. Und die Kiste gibt mir... Alter, ich bin zu overpowered. Stern. Alter. Schubdawub, nee, danke. Schlüssel. Schlüssel nehme ich mal mit. Hoppa. Okay, da muss ich aufpassen. Feuer macht mir doch noch Schaden. Ihr erstmal. So. Und ihr. Gut. Schauen wir mal, ob hier der Geheimraum ist. Also hier so. Oder. Ja, da ist er. Jetzt kriegen wir noch ein Herz, damit es ganz sicher ist. Wenn wir nicht verlieren werden. So kann das Spiel gerne weitergehen. Ich bin zu faul, das Feuer mit Bomben auszumachen. Aber ich mach's trotzdem. Bomben schießen ist so schön. Und es ist nicht anspruchsvoll. Aber es macht saumäßig Spaß. Das hätte ich gerne in dem Itemraum, das Item, was meine Bomben stärker, also verfolgend macht. Das wäre schön jetzt. Liebes Spiel, bitte erfüll mir meinen Wunsch. Liebes Spiel, bitte erfüll mir meinen Wunsch jetzt. So. Noch ein blaues Herz. Was haben wir hier drin? Nur Geld. Tschüss. War schön bei euch. Ich könnte spenden gehen, mache ich auch. Vor allem, wenn dahinter noch ein Herz liegt. Drunter auch noch mindestens eins. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Das reicht erstmal. Ich will ja nicht übertreiben und sterben. So, Abkürzung. Ich finde eh bestimmt noch mehr Herzen. Also hoffe ich mal. So, die Gegner auch gar kein Problem. Endlich mal. Die Bomben machen alles so einfach. Das ist schon fast verboten. Was passiert, wenn ich das jetzt nehme? Ich nehme es lieber nicht. Ich habe... Schokolade, die haben wir ja letztes Mal schon aufgesammelt. Das geht kaputt. Schade. Die nehme ich nicht. Ich habe Angst, dass ich dann keine Bombentränen mehr habe. Und das wäre scheiße.
So, der Stark ist schon mal weg. Sehr schön. Dann machen wir nicht mal mehr die Probleme mit dem Ding. Boah, Entschuldigung, muss ich mal wieder niesen, Alter. Ich und mein Hausschnupfen, das ist schon sowas. Das Doof an den Bomben ist nur, dass sie durch die Gegner, sobald man sie einmal erwischt hat, durchfliegen und die leider nicht one-hitted sind. So, du noch. Und dann gehe ich noch zweimal spenden und wenn es dann nicht geht, dann töte ich den Automaten einfach. Zur Sicherheit. Einmal. Zweimal. Es ist... jeder Run wird epischer als der nächste und hier hätte auch noch ein Herz rumgelegen. Habe ich gerade erst bemerkt. Hui! Ich bin eindeutig zufrieden mit dem Run. Was gibt mir denn eine Fallen Schönes? Auf jeden Fall geht jetzt erstmal hart sterben. Mit viel Tränen. Gibt mir wieder Brother Bobby. Sehr schön. Weiter geht's, wir haben noch genug Zeit. Alter, ich hoffe mal, dass ich zu Satan komme, weil so werde ich den Satan locker töten. Also ganz ehrlich. Alles andere wäre schlecht. Ich habe so viele Items, die mich overpowern. So. Ich meine, die machen Probleme. Was macht die? Telepille. Was macht meine Karte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, die Stärke-Karte bräuchte ich. Da renne ich nicht zurück. Ich glaube, die Bomben machen Einheitsschaden. Und renne ich dann zurück? Eine gute Frage. So, ihr seid weg. Schauen wir erstmal da hoch. Du gibst mir jetzt erstmal wieder ein Item. Am besten ein Herz, wenn ich noch einen zweiten Deal mit dem Teufel machen kann. Scheißegal was, ich brauche einfach, ich brauche einfach noch was damit, nur um Eve freizuschalten. So, was kriege ich denn noch? Sag mal. Speed and Range. Cool. Tschüss. Ab in den Geheimraum. Was haben wir hier oben? Den Bossraum. So. Nochmal ein Herz. Ich will noch den Itemraum finden und den Shop. Es geht doch endlich sterben. Nicht. Entschuldigung, kein Moment. Da muss der Rotz raus. Und ich habe vergessen, Mikro stumm zu stellen. Tut mir leid. So. 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 Wo geht's da unten hin? Okay, was haben wir hier? Nochmal den Moon. Und dort. Und noch ein paar Gehirne. Und den Shop. So. Gut, gut. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Ja, ich mache jetzt einen schönen Cliffhanger. Nächsten Part gehen wir hier in den Shop. Wir sind übelst overpowered. Ich hoffe, wir kriegen bei Mom Satan keinen Schaden. Und dass wir dann zu Satan mal wiederkommen. Das wäre echt schön. Also, bis dann. Bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss.